Ja, guten Morgen, wir haben hier den Philipp. Was geht ab? Hallo, okay, das Kamera scheu ein bisschen. Ein bisschen, aber ich muss mich nur dran gewöhnen. Alles gut, alles, wir dürfen uns nicht anpassen. Okay, Leute, ich bin aufgestanden jetzt, 12 Uhr. Okay, Philipp wird heute der Fitness-Coordinator, der Bewegungs-Coordinator. He's the man. Er war schon früher mal dabei. Er hat meine Texte geschrieben für so ein paar Formate, für diesen Jew-Battle, für... Also richtig krasse Sachen, die richtig abgingen. Okay, Philipp war dabei. Damals siehst du noch... The German Bastard. Ja, jetzt nicht mehr. Und jetzt zeigst du anders auf jeden Fall. Alle Infos zu ihm, ne, weil er auch gecoacht werden will. Link in der Beschreibung. Wir sind durch. Und jetzt zeigen wir, was er mit mir macht. Kriegst du mich heute schon? Erstes Date, dann reden wir eine Stunde und dann ist okay. Ich bin auf jeden Fall noch voll müde so. Was werden wir heute eigentlich machen? Wir werden ein bisschen Basketball spielen, dich ein bisschen warm zu machen. Dann werden wir ein Tabata-Workout machen. Das heißt ein High-Intensive Interval Training. Und ja. Bruh. Okay, let's go, Digga. So, ihr kennt meinen Walk, okay? Das ist the Walk of Talk. Walk of Talk, okay. Hab ich das gerade das erste Mal so genannt, ehrlich gesagt. Okay, gut, ja. Ja, weißt du, wir reden hier über meine Probleme immer, weil die Leute sind immer live dabei, wenn ich sage, dass ich fett bin und so. Also, Lukas, a wife, er macht irgendwelche so unnötigen Sticheleien im Internet. Okay, eben gerade auf Story so. Hast du die Story gesehen? Ja, Leute, Abnehm-Battle läuft auf jeden Fall. Und Daniel, Digga, wenn du ja schon trainierst, dann pack doch deine Gewichte weg. Also, was soll der Scheiß? Du weißt selber, dass die hier nicht hingehören. Er ist schon echt frech gerade, Digga, muss ich sagen. Er hat die letzte Challenge gewonnen, oder was? Er hat die letzte Challenge gewonnen, genau. Okay, wichtige Sachen waren noch nicht geklärt. Wie zum Beispiel, wo wohne ich gerade, weißt du? Oder was eigentlich passiert mit der Wohnung. Ganz einfach, warum ich jetzt auf einmal wieder eine Wohnung habe und dass die gleiche Wohnung auch wieder ist. Es war so, dass ich ausziehen musste. Da war ich sozusagen bei meiner Oma. Dann hat der Vermieter das mit den Videos mitbekommen. Ganz crazy. Und hat die Miete sozusagen runtergedrosselt. Also ich zahle auf jeden Fall ein paar hundert Euro weniger. Zieh wieder zurück und dann kannst du doch noch weiter da wohnen, weil ich habe meine Oma halt noch voll belastet, so weißt du? Und viele haben mir auch gesagt im letzten Video, yo Daniel, du machst voll die falschen Übungen, deine Liegestütze, die sahen aus wie Müll. Hol dir mal lieber Professionelle, hier haben wir professionelle Hilfe, okay? Ihr kleinen Bitches, jetzt habe ich dafür gesorgt, jetzt halt auf in den Kommentaren oder was zu schreiben. Kennst du das Ritual? Wenn ich jetzt treffe, bin ich aus den Schulden raus, okay? Kobe! Ich schwitze aber auch schon. Das ist gut, gutes Zeichen. Dann fangen wir gleich ein bisschen mit dem Workout an. Hier wird das Workout stattfinden. Let's go, Bro. Lass Gas geben. Oh, scheiße, was? Oh, shit. Es sah aus wie so, er holt so wie so ein Clown so aus dem Dings raus. So. Tabata-Workout, das heißt, oder auch HIIT, mit Intervallen arbeiten wir. Das heißt, wir haben 30 Sekunden Exercise, 20 Sekunden Pause und dann gleich die nächste. Immer vier Übungen und davon machen wir drei Runden. Das heißt, wir sind gut eine Viertelstunde beschäftigt. Wir fangen an mit Joggen auf der Stelle. Das heißt, wir versuchen mal hinweg. Entweder machst du das in einer Bewegung oder du machst wirklich, dass du sagst, okay, lieber die Bewegung rund haben. Ich glaube, Springen wäre nicht so gut für die Knie mit meinem Gewicht. Genau, Springen auch gar nicht, sondern es geht wirklich um das weiche Landen auf den vorderen, auf deinen Fersen quasi. Musst du jetzt noch nicht durchziehen. Wir fangen noch nicht an. Okay. Zeig dir erst die Übung. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass Liegestütz ein kleines Problem. Ja, das Liegestütze war nicht gut. Was ich von dir möchte, ist, dass du die Liegestütze eben noch nicht auf den Füßen machst, sondern auf den Knien. Das klingt erstmal so, ja, ich bin kein Mädchen. No Sexism hier. Du hast dafür diese kleinen Stelzen hier, dafür sorgen, dass du deine Muskelansätze trainierst und eben nicht nur den vorderen Muskel. Das heißt, du kannst wesentlich weiter runter. Ich mache das einmal vor. Bei mir mit gestreckten Beinen bis hier runter. Siehst du das? Ja. Und gehst von da wieder nach oben durch. Und dann wirklich die Arme mit durchstrecken. Runter. Wichtig bei allen Übungen, die wir machen, ist die Atmung. Das heißt, wenn ich jetzt hier runter gehe, würde ich einatmen. Zwei, eins und go. Schön die Knie hoch. Wichtig, dass du schön leicht auf deinen Fußgelenken landest. Ne? Also nicht mit dem Hacken, sondern nur vorne mit der Ferse. Zwei. Und geschafft. Okay. Schnürsenkel zumachen, Schnürsenkel. Bitte. So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden Pause. Jetzt geht's in die Push-Ups. Ich bin eine Pussy. Immer in die Liegestützposition. Wichtig ist jetzt, dass du hier Spannung hast. Okay, das darf nicht durchsacken. Okay. Dafür kannst du auch immer deinen Arsch anspannen. Und go. So, still. Na, anders. Jetzt. Und hoch. Genau. Jetzt kommt, als nächstes haben wir die Squats. Ja, einfach raufstellen, in die Hand nehmen, über den Kopf dann zusammenbringen oben. Achso. Runter in den Squat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, meine Arme. Alles gut, letzter. Gut. Sehr schön. Auf den Boden. Das ist alles. Zwei. Eins. Und go. Genau.
genau, einfach hier. Oh, wir sind schon wieder zu weit. So, das war die erste Runde. Jetzt kommt zweite Runde. Eins und go. Genau, bis unten. Genau. Das will ich, Lukas, du Bastard. Warte so, damit es nicht weg. Okay. Und Sit-Ups. Let's go. Zwei. Oh, ich bin abhöhlt. Wie fühlen Sie sich? Ich bin trotzdem Base. Auch okay. Let's go. Gut. Gib ihm noch einen, noch einen, noch einen, noch einen. Ein letzter. Ein letzter noch. Let's go, let's go. Ziehen wir mal das an? Wir sind noch nicht fertig, ne? Was? Hast du mich gerade geprankt? Oh, nicht voll die kleinen Übungen so, aber voll reingehauen. Das ist halt das Tempo, was dahinter steckt, ne? Du hast wenig Zeit zur Erholung, dein Körper ist kontinuierlich am Pumpen. Also erhöhen wir das immer jedes Mal mehr, oder? Ich würde die Intensität der Übungen erhöhen, das heißt, das nächste Mal kriegen wir vielleicht schon die Push-Ups auf den Füßen hin, also auf den Zehenspitzen. Wenn das noch nicht passt, dann nicht, ist auch nicht schlimm. Lecker, lecker, okay, schön gesund, Champignons, Hähnchen, Tomaten, Gurken, sehr nice. Tommy war eben gerade so schlecht, Mann. Das sind deine Muskeln, die ein wenig übersäuern. Die sagen, hey, hör auf, du kleinen Bastard, geh wieder am PC 3 Stunden. Spiel ganze Nacht, spiel ganzen Tag. Wolltest du mir noch irgendeinen Tipp geben? Achso, ja, für Abnehmen, wenn du morgens deine Routine so ein bisschen veränderst. Ja. Ich wollte jetzt nicht viel abnehmen, aber ich wollte ein bisschen abnehmen. Und hab dann Intervallfasten gemacht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Dann gibt's auch quasi eine App für... Wo man so eine Zeit lang isst und eine Zeit lang gar nicht isst. Genau, du hast ein Zeitfenster, dass du das kannst du dir selber einstellen, aussuchen, was du möchtest. Das war ganz gut tatsächlich. Da habe ich in 5 Wochen, und ich habe mich tatsächlich ganz normal weiterernährt, so wie ich sonst auch gegessen habe, habe ich 6 Kilo abgenommen. Das war ganz gut. Was auch hilft, also wenn du auf sowas Bock hast, was auch hilft, ist morgens Zitrone auszudrücken mit Wasser und die zu trinken, bevor du irgendwas isst. Dann irgendwie 1 Stunde oder 2 warten, bevor du was isst, damit dein Kreislauf ein bisschen angekurbelt wird. Sorgt dafür, dass du natürlich die Sachen, die du noch in deinem Körper hast, vom Tag zuvor quasi noch ein bisschen besser wegverbrennst. Und kalt duschen. Kreislauf, das war's von Dr. Phil. Super. Also so ein paar Sachen wusste ich so mit diesem Intervalltraining, habe ich damals mal probiert. Mhm. Ich weiß nicht, es hat ein paar Tage funktioniert und irgendwann, Alter, hat so eine Heißhunger auf, so abends oder so. Da muss man sich nochmal bremsen. Ja, ich muss die richtige Zeit auswählen. Alright. Okay, Brother. Sehr nice Tag. Kuss. Kuss.